dramatisch. Dramatisch ist ein Adjektiv zum Substantiv Drama. Drama ist eine bestimmte Form des literarischen Werkes. Heutzutage wird aber dramatisch insbesondere angesehen als etwas, was aufregend ist, etwas, was spannend ist, etwas, was ja, besonders stark ist. Man spricht von einem dramatischen Leben, man spricht von einer dramatischen Entwicklung der Ereignisse und häufig wird dramatisch auch negativ gesehen, wo man sagt, die Zahl der Arbeitslosen ist dramatisch gestiegen. Dramatisch ist allgemein etwas, was lebendig und bewegt ist. Oft ist dramatisch auch aufregend und übertrieben. Es gibt manche Menschen, die haben eine Neigung zum Drama in ihrem Leben, die übertreiben alles und ihre Emotionen bestimmen andere. Und es gibt andere, die sind eher ruhig, gelassen und die bleiben etwas cooler. Im Yoga gibt es verschiedene Empfehlungen. Zum einen gibt es die Empfehlung zur Gelassenheit. Also man sollte nicht zu sehr sich von kleineren Ereignissen beeinflussen lassen. Man sollte nicht zu sehr in dieses Himmelhochjauchzen zu Tode betrübt hineingehen. Und man kann auch erkennen, hinter allem ist letztlich das Wirken Gottes. Egal was geschieht, hinter allem steht Gott. Wir brauchen uns nicht zu sehr aufzuregen. Letztlich hinter allem ist Gott. Und egal was mit Körper und Psyche passiert, das Bewusstsein an sich ist unberührt. Auf der anderen Seite heißt Yoga aber auch intensiv leben, bewusst leben. Yoga ist kein halbherziges Leben. Yoga ist etwas, was einem helfen will, den Moment intensiv zu erleben. Und so gibt es auch eine Weise, Yoga zu leben, wo es etwas dramatisch werden kann. Im Sinne von, wenn man den Moment bewusst und intensiv erlebt, kann es auch dramatisch werden. Und so gibt es eine Art Doppelbewusstsein. Es gibt Menschen, die Yoga tief verwirklichen oder tief leben. Sie wissen tief im Inneren, ja, hinter allem ist Gott. Sie wissen tief im Inneren, egal was auf der physischen Ebene geschieht, ist nicht so wichtig. Aber sie wissen auch, die ganze Welt ist ein Schauspiel, ist ein Drama. Und da kann man ruhig auch mit seinen Emotionen einsteigen und dann wieder loslassen. So kann man sagen, es gibt dramatischere Weisen des spirituellen Lebens und es gibt eher gelassene Weisen des spirituellen Lebens. Beide haben ihre Berechtigung.